Miau, miau, miau! Hier ist die Katzen-Mario-Show! Miau! Herzlich willkommen! Stürzen wir uns doch gleich in ein neues, aufregendes Yokai-Abenteuer! Wir sind wieder in Lenzhausen und möchten noch mehr über unsere faszinierenden Freunde, die Yokai, erfahren. Katzenpeach, ich denke, heute sollten wir allen die Spezialmünzen zeigen. Ja, aber vorher sollten wir noch kurz den Yokai-Mart vorstellen. Der Yokai-Mart ist eine seltsame Maschine, die hinter dem Schrein versteckt ist und dich mit Spezialkapseln versorgt. Diese Kapseln enthalten tolle Items oder sogar Yokai. Ja, genau. Man kann den Yokai-Mart nur dreimal pro Tag einsetzen. Aber ich höre dich schon fragen, Katzen-Mario, wie komme ich an die Kapseln ran? Das weiß ich doch schon. Aber unsere Zuschauer noch nicht. Die richtige Antwort lautet, über die Münzen. In ganz Lenzhausen sind verschiedenfarbige Münzen verstreut, die man für den Yokai-Mart verwenden kann. Da gibt es rote, orangene, grüne, blaue, rosafarbene, gelbe, lilafarbene und hellblaue. Alle sind wunderschön. Vielleicht findet ihr diese in verborgenen Truhen oder wenn ihr anderen aus der Patsche helft. Sobald ihr sie habt, könnt ihr sie für den Yokai-Mart verwenden. Oh, lasst uns das mal ausprobieren. Ich liebe diese Farbe. Was wir wohl bekommen werden? Klasse, ein Yokai. Man weiß nie, was man bekommt. Deshalb ist das Ausprobieren immer wieder so spannend. Es macht gar nichts, wenn ihr keine Münzen habt, denn wir haben heute eine ganz besondere Überraschung für euch. Eine ganz besondere Yokai-Mart-Münze. Wenn ihr in der Postfiliale Schäfer in der Innenstadt von Lenzhausen seid und mit der Person in der Mitte sprecht, wird sie euch bitten, einen Spezialcode einzugeben. Dann müsst ihr nur noch diesen Code eingeben und, wow, erhaltet ihr eine funkelnagelneue Spezialmünze. Vergewissert euch aber zunächst, dass ihr mit dem Internet verbunden seid. Dies ist unser kleines Geschenk an euch, mit dem wir euch bei eurem Yokai-Abenteuer unterstützen wollen. Hoffentlich springt etwas Schönes für euch dabei raus. Schon bald erwarten wir euch mit weiteren Neuigkeiten zu den Yokai. Jetzt gibt es aber erstmal etwas Magie in unserem nächsten Beitrag. Bist du nicht auch ganz verrückt nach Abenteuern, Katzenpeach? Jederzeit, Katzen-Mario. Außerdem kenne ich einen Ort voller magischer Abenteuer. Ich liebe es, neue Orte zu erkunden. Wo ist denn dieser Ort? Ich spreche natürlich von Disney Magical World 2. Disney Magical World 2? Ja klar. Wenn ihr Disney und Abenteuer liebt, ist das garantiert der richtige Ort für euch. Bei Disney Magical World 2 startet man an einem Ort, der sich Schlossgelände nennt. Das Schlossgelände ist ein wunderschönes Königreich, das nur so vor Leben sprüht und wo es jeden Tag eine Menge zu tun gibt. Nutze dein Mii oder erstell dir deinen eigenen Avatar. Findest du das nicht auch großartig? Ihr könnt köstliche Rezepte zubereiten, eigene Disney-Möbel für euer Zuhause bauen und eure eigenen Kleider entwerfen. Oder ihr kümmert euch um eine Farm oder geht angeln. Aber selbstverständlich ist das Schlossgelände nicht die einzige Stadt im Königreich. Ihr werdet viele neue Disney-Welten entdecken und viele eurer geliebten Disney-Charaktere treffen. Mickey, Minnie, Pluto, Donald, Goofy und viele andere werden ein Teil deiner Truppe und unterstützen dich bei deinem Abenteuer. Und ihr werdet Gelegenheit dazu haben, euren neuen Freunden zu helfen und haufenweise neue, coole Dinge zu entdecken. Bei eurem Abenteuer werdet ihr auch gegen Geister kämpfen müssen. Und lustige Minispiele spielen. Schaut mal, wir sind in einer ganz neuen Welt angekommen. Arendelle ist so cool. Ihr könnt euch mit Anna, Elsa, Olaf und vielen anderen Disney-Charakteren aus einer ganzen Reihe von bezaubernden Disney-Welten anfreunden. Oh, seht mal, sagt Hallo. Die Welten können wir auch später noch besuchen, Katzen-Mario. Jetzt müssen wir schnell wieder zurück zu unserem Café auf dem Schlossgelände. Ihr seid stolze Besitzer eines Cafés auf dem Schlossgelände. Und da ihr selbst Geschäftsführer seid, ist es eure Aufgabe, das Café zu dekorieren, Angestellte einzustellen und eure eigene Speisekarte zu entwerfen. Und selbstverständlich müsst ihr auch mit euren Kunden plaudern. Alle möglichen Disney-Charaktere werden zu einem kleinen Plausch in euer Café einkehren. Warum nicht ein wenig plaudern und gemeinsam ein paar Bilder machen? Sieh doch mal, wie die sich amüsieren. Lasst uns ein Foto machen. Kenny, die Kamera wird uns helfen. Hello. Fangt jeden magischen Moment mit eurer Kamera ein. Ihr werdet euch später bestimmt gern noch einmal an diese besonderen Momente erinnern.
Bei Disney Magical World 2 ist einfach alles möglich. Wow, das hört sich gut an. Wann brechen wir auf, Katzen Peach? Nun, wir haben noch die Hälfte der Show vor uns, also müssen wir warten, bis wir mit der Aufnahme fertig sind. Machen wir also weiter. Katzen Mario, kannst du dir eine Welt ohne Farben vorstellen? Ohne Farben? So eine Welt wäre sehr traurig. Farbe macht die Welt doch erst schön. Ohne Farbe ist doch alles viel trister. Manchmal denke ich mir, an dir ist ein Poet verloren gegangen. Auf jeden Fall gibt es einen Ort, an dem alle Farben verschwinden. Aber wir können sie mit einem Farbklecks zurückbringen. Ja, genau. Bei Paper Mario Color Splash. Paper Mario ist wieder da, aber auf der Insel Prisma ist etwas Schreckliches passiert. Jemand hat die großen Farbsterne gestohlen, die Insel Prisma so farbenfroh gemacht haben. Oje, seht euch diesen armen Toad an. Der Arm ist ganz farblos. Bowser! Natürlich ist dieser Bösewicht daran schuld. Er genießt es, Sachen zu stehlen. Normalerweise Prinzessinnen. Aber weil es falsch ist zu stehlen, muss Paper Mario dieser Schurkerei ein Ende machen. Bei Paper Mario Color Splash werdet ihr die Insel Prisma erkunden und nach allen Fragmenten der großen Farbsterne suchen, die Bowser gestohlen hat. Gemeinsam mit seinem neuen Freund Fabian und seinem Farbhammer muss Paper Mario der Insel Prisma ihre Farbenpracht zurückbringen. Ihr könnt jedem freien Bereich einen Farbklecks geben. Einfach nur, indem ihr dorthin mit eurem Hammer schlagt. Natürlich nur, wenn ihr die Farbe dazu habt. Um eure Farbvorräte aufzufüllen, müsst ihr Gegner besiegen oder verschiedene Objekte treffen. Wahnsinn, diese Farbe! Oh-oh! Aber passt auf die Bösewichte auf! Wenn ihr mit einem zusammenstoßt, ist ein Kampf angesagt. Zeit zum Kämpfen! Das macht richtig viel Spaß! Bei den Kämpfen könnt ihr unter speziellen Karten, sogenannten Kampfkarten, wählen und diese gegen eure Gegner einsetzen. Ihr könnt die Karten sogar einfärben und ihnen so extra Power verleihen. Dazu müsst ihr aber genau im richtigen Moment angreifen. Nimm das! Mitunter erhaltet ihr auch durch das Besiegen von Gegnern spezielle Scherbenkarten. Damit könnt ihr böse Jungs zu Hilfe rufen, die dann euren guten Jungs helfen. Paper Mario hat bestimmt alle Hände voll zu tun, um der Insel Prisma ihre Farbenpracht zurückzubringen. Aber er wird sich nicht zusammenfalten lassen. Zusammenfalten, nicht schlecht. Jedenfalls hoffen wir, dass ihr Paper Mario Color Splash eure Farbe geben werdet. Und nun ist es für uns an der Zeit zu gehen. Meine Späße lassen deine harte Schale weich werden, oder? Klar, womit wir am Ende unserer Show wären. Wie schade. Aber schon bald stellen wir euch noch mehr lustige Spiele vor. Und falls wir uns vor den Ferien nicht mehr sehen, wünschen wir euch alles Gute und viel Glück für das kommende Jahr. Aber bis dahin, tschüss!